Im Stand von Yamaha gibt es den neuen Raptor, das Sondermodell, Special Edition, 2020er Modell in Rot und Grau. Außerdem natürlich das Supersport Side-by-Side. Und das Interesse ist klasse hier. Für die Kids auch noch das Kinderquad YFM90R. Einfach toll, dass Yamaha auf den großen Motorradmessen jedes Jahr wieder Flagge zeigt, was ATVs, Quads und Side-by-Sides betrifft. Auch auf den HMT 2020 in Hamburg fehlt auf dem Kymco-Stand die jüngst präsentierte neue MXU 550i. Schlimmer noch, der Hersteller muss sich die Demütigung gefallen lassen, dass am Nachbarstand von den Johannitern ein Konkurrenzprodukt steht. Eine schöne Präsenz auf den Hamburger Motorradtagen 2020 hat Carsten Dierks mit Can-Am. Von den Dreirädern über die ATVs, Utility ATVs bis hin zu den Side-by-Sides ist eigentlich das ganze Sortiment irgendwo präsent. Eine tolle Messepräsentation für Can-Am auf den HMT 2020. Ja, ich freue mich, dass BRP uns dieses Jahr auch wieder unterstützt hat und dass wir den neuen Can-Am Spider RT jetzt hier haben. Das ist ein Vorserienmodell, was noch einzigartig ist für Deutschland und wir haben das halt hier heute stehen auf den HMT. Auf dem Indienstand hätte ja auch Polaris stehen können. Aber offenbar hatten die Polaris-Händler in Norddeutschland kein wirkliches Interesse, sich auf den Hamburger Motorradtagen 2020 zu präsentieren. Für Indien jedenfalls ist die Messe ein voller Erfolg. Vertragshändler Stefan Blank hat bereits am ersten Tag zwei Fahrzeuge verkauft. Hallo, ja, mit Indien haben wir auf der HMT 2020 einen mega geilen Auftritt geschaffen. Ja, ATVs wären noch cool gewesen, aber die Händler im Norden sind leider nicht vertreten. Das wäre doch ein Helm zum ATV-Fahren. Stilecht mit Rana. Und zwar mit echten. Yeah, das FunQuad 24-Team ist tatsächlich fertig geworden mit seinem Stand. Darüber prangen die Beachflex von ATV und Quad. Und auf dem Stand gibt es die legendären ATV-Stiefel zu kaufen. Zum Messepreis von 125 Euro. Mit dem Neopren-Innenschuh, 100% wasserdicht. Hergestellt in Europa. Das Ganze auf den HMT 2020.
Hi, hier ist der Manni von Funkbad 24 Shop. Wir suchen Vertriebspartner für so ganz geile Fahrzeuge. Ja? Hier sehen wir jetzt so das ganz geile große Hurricane Quad mit 2200 Watt mit Straßenzulassung. Wir suchen für euch als Vertriebspartner, als Standpunkte, dass ihr unsere Fahrzeuge mit in Vermietung nehmt und vernünftig für Geld verdient. Die 25 PS leisten, werden aber dementsprechend getuned und sind dann bei 60, 70 PS locker unterwegs. Das größte Quad, das aktuell gebaut wird, sind zu sehen auf dem Stand vom Q-Team Nord auf den Hamburger Motorradtagen 2020. Ganz besonders wichtig, gerade bei dem großen Quad mit Harley-Motor, 1,8 Liter, 85 PS, die Sitzdekoration. Wir sind hier am Stand vom Q-Team. Wir haben hier ein schönes großes Quad. Ich glaube mit das größte. Ein Q-Tech-Umbau auf Harley-Basis. Knappe 2,63 Meter lang, 1,44 breit. 1,8 Liter Motor mit 160 Newtonmeter, 85 PS. Hört sich jetzt nicht viel an. Aber es bewegt sich sehr gut nach vorne. Also